Für uns wird das halt keine große Überraschung werden und auch kein großer Prozess. Wir waren ja schon teilgeständig und haben ein umfassendes Geständnis abgelegt. Deswegen haben wir ja schon 5 Wochen gesiebte Luft geschnuppert. Ich rechne damit, dass es ein teilbedingtes Urteil geben wird. Mein Mandant wird alles noch einmal vor Gericht wiederholen. Er hat ja auch andere Personen belastet. Da gibt es jetzt dann Folgeprozesse. Deswegen wird ihm das Geständnis sicher zugutekommen. Ich glaube, es ist ein richtungsweisender Prozess, weil er nicht nur die Frage in den Raum stellen wird, ob Johannes Dürr nun Täter ist oder nicht, sondern die Frage stellt sich vielmehr, was wussten andere? Ist möglicherweise auch der österreichische Skiverband dann mit seinem Personal doch auch involviert gewesen in Dinge, von denen Peter Schröcksnadel ja immer wieder gebetsmühlenartig behauptet, dass sie in Österreich unter dem Dach des ÖSV so nicht verantwortlich gewesen sein. Diese Frage stellt sich aus meiner Sicht bei diesem Prozess massiv und sie hängt wie ein Damoklesschwert über der gesamten Veranstaltung. Es zeigt sich, dass immer wieder die Muster greifen, die man eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten kennt und dass es eben ein sehr vielschichtiges Problem ist, Doping, Hochleistungssport und Menschen, die in diesem Thema drin sind und auch immer wieder gesagt haben, wie massiv die Heuchelei im Sport ist, dann vielleicht auch am Ende davon nicht lassen können von dem, was sie früher getan haben. Das gilt es nun im Prozess zu klären. Fakt ist, dass seit Beginn der Operation Adalas und auch seit dem Film vor allem, den wir im Januar 2018 ausgestrahlt haben mit Johannes Dürr, viele Dominosteine ins Fallen gekommen sind und das zeigt eben auch einmal mehr, dass der Sport selber offensichtlich nicht in der Lage ist, mit seinen sogenannten Selbstreinigungskräften dieses Problem in den Griff zu bekommen, sondern dass es dafür eben auch der Hilfe von Polizei und Staatsanwaltschaft bedarf.